alles ein bisschen teuer. Also dieses Ding kostet, glaube ich, mit ohne Rabatt kostet 429 und mit Rabatt 389 oder irgendwie sowas. Hi Leute, ihr seht, ich habe mir hier was angeguckt. Der Wolfram hatte, jetzt muss ich selber gucken, über den Great Videomaker GR80 QD ja ein Video gemacht. Und ich muss gerade sagen, ich habe geschluckt. Ich glaube, ich muss heute mal ein anderes Video machen. Wir gucken uns mal eine Alternative an, die nicht gleich den Geldbeutel bis ins Unermessliche sprengt. Aus diesem Grund habe ich mir heute mal das hier auf den Tisch geholt. Und zwar, es ist ja nun nicht immer so, dass jeder von uns eine große DSLR-Kamera da oben drauf packen möchte, die weiß ich wie viel Kilogramm wiegt. Als Beispiel, ich bin ein Benutzer von solchen GoPros oder wie auch einer Osmo Pocket. Ich habe eigentlich einen Haufen kleine Kameras, die eigentlich auch gerne slidermäßig unterwegs sein sollen. Das Set, was ich hier heute habe für euch, ich weiß, das ist kein Video jetzt mal heute über Drucker, sondern ich rede tatsächlich mal über was anderes, ist das Grip Gear Set. Das Grip Gear Set kommt ein bisschen preisgünstiger hinein, hat aber natürlich auch ein paar entscheidende Nachteile. Dazu komme ich auch noch, welches die Nachteile zum Beispiel zu dem, was Wolfram hier gemacht hat, sozusagen mit beinhaltet. Ich hatte ja schon gesagt, es kommt günstiger hinein. Man bekommt dieses Set hier, dieses Basisset für um die 139 Euro und da ist auch schon eine ganze Menge dabei. Und zwar mehr als nur, wir sliden mal von A nach B und auf die Seiten. Keine Frage, das Set dort war, was Wolfram hat, das ist Top-Qualität, es ist für schwere Kameras, es hat einen Carbonaufbau, das macht die Sache einfacher, aber auch nicht unbedingt handlicher. Denn gerade wenn ich unterwegs bin, möchte ich doch schon was Handliches haben. Und deswegen kommt dieses Set jetzt hier hinein. Ist das hier? Ein Klettband. Nein, das war nicht dabei. Fangen wir also mit dem Grundlegenden mal an. Ich zeige euch das mal kurz so. Das Grip Gear Set ist also eine Alternative für leichte Kameras. Wie schon eben erwähnt, für sowas hier, eine GoPro. Oder eben für eine DJI Osmo Pocket. Oder sucht euch irgendwas aus. Irgendwas an leichtgewichtigen Kameras. Ich rede hier von bis 700 Gramm. Also kommt jetzt nicht mit einer Kilokamera. Dieses Grip Gear Set kann auf der horizontalen, als Mover sozusagen, so wie jetzt in dem Fall auch war, wir hatten ja im Prinzip nur einen Slider, der von rechts nach links geht, kann auf der horizontalen maximal ein Kilo bewegen. In der vertikalen, also wenn er nach oben fährt, wenn ihr den senkrecht stellt, nur noch 700 Gramm. Aus diesem Grund halt kleine Kameras. Ausgelegt und entwickelt wurde das hauptsächlich für Mobiltelefone. Kann man jetzt da drauf hängen? Würde ich jetzt nicht tun, weil die Mobiltelefone, damit steuere ich eher meine Kameras, als dass ich die irgendwo hin und her fahren lasse. Dieses Set, was ich jetzt hier habe, das ist jetzt hier speziell das Movie Maker 2 Set. Es ist sozusagen die Grundausstattung. Warum sage ich Grundausstattung? Weil sich bei diesem Set tatsächlich alles um einen sogenannten Motor dreht. Ich hole ihn mal hier raus und zwar um dieses kleine handliche Spielzeug. Dieses Spielzeug erfüllt exakt, drei Grundfunktionen. Also nicht nur ein Slider, sondern drei Funktionen. Es kann zum einen sein ein Slider. Man kann ihn dann so positionieren, dass er hochkant steht, also jetzt auf der Variante. Ihr seht auch hier hinten ist die Sliderschiene drin. Dann kann man ihn als zum Rotieren bringen, falls ihr zum Beispiel Zeitaufnahmen in 360 Grad machen wollt oder nur 360 Grad Aufnahmen. Und mit einer Option, die liegt hier drüben noch, die zeige ich euch, er kann auch als Dolly dienen. Fangen wir also an, was ist eigentlich in diesem Set hier drin? Das Set ist, wie gesagt, relativ preisgünstig. Ihr bekommt dann Schienen dazu, und zwar zwei Stück an der Zahl. Ich packe das jetzt einfach mal aus. Ihr bekommt Ladekabel dazu. Dieser Motor muss geladen werden. Dort ist ein Micro-USB-Anschluss hinten dran. Der Akku hält laut Herstellerangaben etwa um die 2 Stunden. Das sollte reichen zum Fahren. Ihr bekommt dazu noch die Verbindung für die Schienen. Ihr bekommt dazu eine Fernbedienung. Ihr bekommt hier noch solch einen Aufsatz. Dazu kommen wir gleich, was dieser Aufsatz genau bedeutet. Ich lege das gleich weg. Einen Aufsatz, damit ihr eure Kamera anbringen könnt.
Und einen, naja gut, das ist billigstes Plastik, ein Handyhalter. Ich glaube, hier drin würde ich nicht mal ein Mobiltelefon in irgendeiner Form dazwischen machen. Das ist wirklich sehr preisgünstig gemacht, kann man aber auch für den Anfang benutzen. Das Rest lassen wir hier drin. Ihr bekommt natürlich noch eine Anleitung dazu. Das machen wir mal beiseite. Fangen wir also mit dem Grundlegenden an. Ihr bekommt hier diese zwei Schienen, die sind a 31 cm lang. Das ist jetzt erstmal nicht viel. Diese Schienen kann man dann miteinander verbinden. So habt ihr dann effektiv also 62 cm Verfahrweg. Aber, und das sage ich euch gleich vorneweg, ihr könnt für ein relativ geringes Entgelt euch Schienen in dieser Form hier nachholen. Das heißt, ihr könnt für, ich glaube, lasst mich jetzt überlegen, 19 Euro, könnt ihr euch so ein Set hier dazu holen. Das können wir auch mal rausholen. Da findet ihr dann nochmal eine Schiene für 31 cm. Hier drin ist dann nochmal so ein Adapter, mit dem ihr dann die Schienen sozusagen verbinden könnt. Die schiebt man ja hier bloß ineinander hinein. Und ihr findet nochmal eine sogenannte Klemme, beziehungsweise etwas zum Hinstellen. Das sind diese Klemmen, dazu komme ich gleich. Die sind hier an den Schienen im Set jetzt schon dran. Wenn ihr diese Schienen einzeln kauft, sind sie nicht dran. Dann müsst ihr sie natürlich entsprechend montieren. Ich lege das mal kurz auch beiseite und erkläre euch noch ein paar Feinheiten. Fangen wir mit dem Grundlegenden an. Man kann den Motor jetzt hier auf der Seite einschalten. Muss aber ein bisschen länger drücken. Und dann habt ihr hier eine digitale Anzeige. Diese digitale Anzeige sagt euch die Geschwindigkeiten. Dabei könnt ihr jetzt zwischen Stufe 1 bis 9 hier hoch und runter wählen. Diese Stufen geben an, wie schnell sich dieser Slider bewegt. Dies kann, und da muss ich selber mal auf den Spickzettel gucken, zwischen 6 mm bis 500 mm pro Minute. Das heißt, er ist nicht sonderlich schnell, aber schnell genug, um ein paar Sachen zu machen. Das variiert auch, das zeige ich euch auch gleich nochmal zwischen ein paar anderen Sachen. Dann sind hier unten ganz simpel zwei Pfeiltasten. Die Pfeiltasten sagen nur, dass der Motor sich nach rechts oder nach links bewegt. Eine Besonderheit, das zeige ich euch, ich will jetzt hier nicht ganz, hier muss ich ein bisschen vorsichtig sein, ich setze den jetzt hier absichtlich schon mal drauf und lasse den drauf bewegen, weil die Zahnräder sind vielleicht doch sehr empfindlich. Kann man ruhig ein bisschen schneller hier rauf fahren. Der Motor macht leichte Geräusche. So, und wenn ihr einmal die andere Seite drückt, dann hört er auf. Ich setze den hier, wie gesagt, so drauf, damit da nichts passieren kann. Das macht sich so am besten. So, dann verbinden wir diese Schienen hier unten mit diesem Halter. Mit diesem Halter bin ich nicht ganz zufrieden. Ich habe die große Befürchtung, dass dieser Halter hier zwischen diesen Anschlägen der Schienen doch zu einem Ruckeln führen kann. Deswegen müsst ihr da bei dem Set hier zumindest doch schon ein bisschen vorsichtiger sein. Aber jetzt können wir uns natürlich darüber streiten, was ist sinnvoller, eine gute Transportierbarkeit oder doch ein bisschen sorgfältigeres Zusammensetzen dieses Sliders. Ich würde sagen, ich bin für die gute Transportierbarkeit. So, und dann ist das ganze Ding schon fertig hier auf dem Tisch montiert. Stellen wir den ganzen Rest hier mal beiseite. Diese ganzen Adapter, da kommen wir gleich noch genauer zu. So, und schon ist das installiert. Der Vorteil hier bei diesem Set ist, ihr habt das vielleicht auch bei Wolfram im Video gesehen, was mir in der Preisklasse gar nicht gefällt, der Slider hörte einfach auf. Er hat vergessen, wo ein Anschlag ist. Das ist bei diesem Set hier relativ simpel zu lösen. Ihr habt zum einen, habt ihr diese kleinen Stoppblöcke, würde ich jetzt behaupten, die habt ihr rechts sowie links, die habe ich hier auf zwei Seiten. Man kann diese Stoppblöcke jetzt nehmen oder aber, was man auch machen kann, ich stelle das mal hier ein bisschen, kann man mal ein bisschen zentrierter hinstellen, dass ihr das besser seht. Ihr könnt das natürlich auch so lassen, weil die Seitenkanten hier sind auch Stoppblöcke sozusagen. Aber machen wir auf 9. Und ihr seht, der Block fährt einfach. Und der Vorteil ist, dieser Motorblock hat Stopper sozusagen drin. Das heißt, wenn er jetzt den Anschlag hier hinten hat, fährt er einfach wieder zurück. Ihr seht es, knallhart, er fährt zurück. Ihr hört vielleicht auch so ein bisschen das Geräusch. Das ist der Motor, wie er sich hier bewegt. Ihr könnt es natürlich auch jederzeit stoppen, indem ihr in die Entgegentaste drückt. Zusätzlich habt ihr noch eine Fernbedienung. Das ist eine Infrarot-Fernbedienung. Die hat aber auch einen kleinen Nachteil. Gucken wir, ob es geht. Ihr seht, aha, er hat sich bewegt. Das Problem ist, von der Seite hier funktioniert es nicht. Ah, nicht immer, aber hier ist auf der Seite so eine Art Empfänger. So, wenn ich hier mache, funktioniert es tadellos.
Wenn ich es hier mache, ihr müsst schon doch relativ gut treffen. Und zwar hier ist der Infrarotempfänger auf einer Seite. Der ist leider nicht von vorne, was ich mir eigentlich hätte eher gewünscht bei dem Set. Ihr könnt hiermit auch die Geschwindigkeiten ändern. Dann können wir mal auf 1 ändern. Ich glaube, dann sieht man fast gar nicht mehr, dass sich was bewegt. Also er bewegt sich, aber er bewegt sich ganz langsam. Das ist fast schon nicht mehr sichtbar. Wenn ich den natürlich dann aber hochsetze, mal die richtige Tasten setzen, dann seht ihr, bewegt er sich, machen wir hier auf 9, dass ihr wenigstens seht, dass sich da was tut. Das funktioniert also relativ gut, mit der Ausnahme, dass man eben das Problem hat, dass dieser Dolly eben, oder dieses, ich sage immer Dolly, dass dieser Motor eben nicht der schnellste ist, was das Hin- und Herfahren. Da sind natürlich größere Sets definitiv von Vorteil. Der Vorteil hier, mobil, ihr habt eine Art von kleinem Wagen, der hin und her auf einer Schiene fährt. Ihr könnt natürlich sagen, ihr nehmt jetzt hier noch so eine Schiene und verlängert die nochmal hier hinten ran und davon könnt ihr euch beliebig viele kaufen und das entsprechend verlängern. Manchmal ist es aber auch so, dass das hier ein bisschen zu kurz ist, deswegen gibt es diese sogenannten Stopper hier, die kann man hier einfach draufklicken. Setzen wir den hier mal noch dazwischen. Und ihr seht, er fährt jetzt sozusagen nur noch zwischen diesen Punkten hier hin und her. Das geht relativ gut, relativ einfach, macht nur nicht viel Sinn. Jetzt stoppen wir ihn mal. So, das ist das eine. Ihr könnt also die Kamerafahrten damit bewerkstelligen. Dazu gibt es dann diesen Aufsatz hier. Den kann man dann hier reinschrauben. Muss man seitlich natürlich die Schraube lösen. Dann geht er auch hier rein. So. Und dann setzt ihr eure Kamera rauf. Mit dem GoPro-Mount hier vielleicht die GoPro drauf. Und dann könnt ihr hin und her fahren. Ich zeige euch nachher noch ein paar Aufnahmen, wie das sich so hin und her bewegt und wie das so vielleicht sich auch hier bewegt. Die zweite Aufnahmemöglichkeit ist natürlich, ihr nehmt das ganze Ding wieder auseinander. Also nehmen wir mal auseinander. Und das ist das eben, was ihr im Basisset zum Beispiel schon mit enthalten habt. Ich lege jetzt mal die Schienen beiseite, den Motor bitte einmal runterfahren lassen, damit er sich hier nicht... Genau. So. Denn es ist letzten Endes, es ist Plastik hier unten drin. Das ist ein Plastikzahnrad. Und ich glaube, damit sollte man etwas sorgfältiger umgehen, denn ansonsten habt ihr wahrscheinlich nicht viel Freude dran. Die zweite Möglichkeit ist, jetzt nehme ich das Ding hier mal wieder raus. Die zweite Möglichkeit ist sozusagen ein Panorama damit machen zu können. Das ist natürlich auch relativ schön, das ist toll. Denn ihr könnt diesen Motor einfach so, so nutzen, so stehend nutzen. So, dann kann man dann jetzt zum Beispiel das hier raufsetzen. Das würde ich an eurer Stelle tun, bevor ihr das hier montiert, denn hier unten drunter befindet sich so ein kleines Rädchen. Und ich hätte ehrlich gesagt Angst, dass dieses Rädchen, wenn ich das hier schon vorher draufsetze, den Motor dort beschädigt. Deswegen setzen wir das vorher drauf. Und dies hat eine bestimmte Übersetzung, was dann dafür sorgt, dass das klappt. So, jetzt muss ich bloß gucken, dass ich das hier ordentlich draufgesetzt kriege. Das ist nicht ganz so einfach. Das muss hier ordentlich einrasten. So, jetzt mache ich das absichtlich mal, damit ihr mir seht, weil ich habe gerade keine passende Kamera da. Natürlich habe ich eine Kamera. Ich kann ja die GoPro draufpacken. So, also ihr seht, ich habe das jetzt hier draufgesetzt, das Ganze. Und ich kann jetzt hier auf den Knopf drücken und kann die Kamera sozusagen jetzt 360 Grad Aufnahmen stabil machen lassen. Das kann man natürlich auch mit der Geschwindigkeit wieder ein bisschen einstellen. Muss ich gucken, wo ist der Empfänger? Der ist auf der Seite. Wir haben da natürlich verschiedene Geschwindigkeiten und das Teil bewegt sich dann immer schön im 360 Grad Winkel. Das ist die zweite Möglichkeit, die ihr damit machen könnt, indem ihr einfach die Schienen weglasst und das Teil irgendwo hinstellt. Das ist natürlich sehr praktisch. So, dann können wir mal die Geschwindigkeit noch ein bisschen wieder erhöhen. Und die Kamera dreht sich dann fröhlich um die eigene Achse. Sieht ganz lustig aus. Und dann kommt sie auch schon wieder nach vorn. Ich könnte jetzt auch die Richtung ändern. Kann sie wieder andersrum fahren lassen. Alles top. Das ist die zweite Möglichkeit, die ihr damit habt. Ihr habt hier unten auch noch ein...
Mounting-Punkt, das könnt ihr also auf einem Stativ stellen, was natürlich auch eine sehr tolle Sache ist. Hier oben könnt ihr das justieren und könnt dann sozusagen die Kamera da oben festmachen. Wir machen die Kamera hier mal ab, denn ich möchte euch noch eine Funktion zeigen. Dazu kann man das hier wieder einfach demontieren. Und wir haben ja jetzt noch eine Option. Den Kamerahalter hier für das Handy lasse ich mal außen vor. Der ist moxig. Es gibt dann noch die Möglichkeit, diese Option hier darauf zu wählen. Dies ist ein sogenannter Dolly, ein Mikro-Dolly. Der Mikro-Dolly hat den großen Vorteil, ihr benötigt natürlich dieses Basisset. Das muss ich mal auspacken. Der kommt zum einen mit zwei solchen Rädchen hier, wenn man das gut sehen kann. Die kann man so ein bisschen einstellen. Ich zeige euch das mal von der Seite. Die kann man jetzt hier einklappen, diese Räder. Das macht natürlich wenig Sinn, aber man kann die so zum Beispiel bewegen. Kommt mit einem großen Rad und kommt mit einem Adapter, der jetzt orange ist. Ihr habt das gesehen, der hier war bläulich, der hier drunter ist. Ich gucke mal, ob ich den nochmal abmachen kann. Machen wir den mal ab, den Adapter. Ihr seht, der ist blau, der ist orange. Der Unterschied ist die verschiedene Übersetzung. Also wenn ich hier drehe, bewegt sich das nur ganz langsam. Wenn ich hier drehe, dann bewegt sich das bedeutend schneller. Das heißt also, ihr könntet in der Theorie beide Adapter jetzt auch für diesen Dolly hier benutzen. Machen wir das mal beiseite. So, wie funktioniert das Ganze? Das Ganze funktioniert eigentlich genauso. Ich nehme jetzt absichtlich mal diesen Orangen, so wie er auch kam. Dann habt ihr hier das Rad. Das setzen wir auch mal vorher oben drauf natürlich. Gucken, dass das halbwegs fest ist. Das finde ich, das ist ein bisschen fummelig. Ich glaube, wenn man das permanent in Verwendung hat, dann lässt man das Rad da einfach oben drauf. So, machen wir das zusammen. Jetzt haben wir hier das Rad sozusagen befestigt. Das Ganze muss natürlich dann wieder auf den Motor, wieder auf diese Stelle, wo wir auch vorher das schon aufgesetzt hatten. Was immer nicht ganz so einfach ist hier. Zack, so, dann ist es hier drauf. Ihr seht, es bewegt sich jetzt von alleine. Wenn ich jetzt mal bewege, seht ihr, dass sich das Rad bewegt. Auf der anderen Seite, wo ich vorhin ja schon gesagt hatte, für diese Zeitrafferaufnahmen bzw. für eine 360-Grad-Aufnahme, ist ja dieser Mounting-Punkt. Da kommt jetzt genau das hier zum Einsatz. Müssen wir bloß hier raufsetzen. Und das schraube ich jetzt hier einfach fest. Na, nicht losfahren. Und schon haben wir hier so eine Art Miniatur-Kamerawagen. Und jetzt nehme ich einfach zum Beispiel mal meine Kamera. Schmeiße nicht alles weg, hoffentlich. Nehmen wir einfach die Kamera hier drauf. So. Machen die fest. Richten die noch ein bisschen aus. Das können wir dann gleich nochmal hier drinnen machen. Das setzen wir dann hier drauf, genauso als wenn wir das jetzt auf den Schienen hier machen würden. Da haben wir ja auch sozusagen diese Halterung dann dafür. Setzen die hier drauf. Mal gucken, dass ich das aufmache, dass es hier auch reinpasst. Genau. So, dann kann ich die hier fixieren. Mache die hier auch fest. So, und schon habe ich so eine Art Kamerawagen. Jetzt kann ich hiermit ein bisschen einstellen, wie das fahren soll. Jetzt nehme ich meine Fernbedienung und lasse ihn sozusagen um ein Objekt herumfahren. Das ist ganz praktisch. Denn manchmal kann es ja sein, dass ihr irgendwas im Kreis filmen wollt. Finde ich toll, finde ich eine super Sache. Funktioniert natürlich nur auf einem glatten Untergrund. Mal gucken, wie weit der Radius jetzt ist. Der ist wahrscheinlich ein bisschen groß für diesen Tisch. Nö, das funktioniert sogar. Der fährt also sozusagen jetzt seinen Kreis hier von ganz alleine. Wobei man jetzt dazu sagen muss, das ist Stufe 9. Das ist also das Schnellste, was er gerade verfährt. Die Frage ist, ob der hier vielleicht ein bisschen schneller ist, weil der, hier muss der Motor sich viel schneller drehen. Also das ist schon die kleinste Übersetzung, die man haben kann. Gucken wir mal. Das ist jetzt Stufe 5. Ihr seht, er bewegt sich kaum noch. Stufe 4. Und wenn ich ihn jetzt auf Stufe 1 setze,
muss ich gerade lügen, aber er bewegt sich, aber so langsam, dass ihr das kaum seht. Wenn ich ihn aber... Das ist ja Stufe 5, Stufe 6. Ihr seht, er fängt sich wieder an zu bewegen. Stufe 7? Stufe 7 kann man ungefähr schon fahren, aber drunter macht eigentlich nicht viel Sinn. Stufe 8, Stufe 9 ist das höchste der Gefühle, was man haben kann. So, jetzt stopfen wir dich mal bitte. Ihr seht also, es ist eine relativ simple und einfache Möglichkeit, nicht ganz so viel Geld auszugeben. Und da ich jetzt eben so geschockt war von diesem Video, dachte ich, ich zeige euch das mal als eine günstige und gute Alternative. Das Set gibt es schon sehr, sehr lange. Das Set ist relativ, ja, ich sag mal, schon älteren Kalibers. Das ist immer schon ein Set, was ich sehr stark, zumindest ich, benutze. Das hat nämlich einfach den Vorteil, wenn man so manche Sachen, Kamerafahrten machen will, ich habe sie noch nicht in den YouTube-Videos verwendet, das wird vielleicht mal Zeit, dass ich sie mehr hier verwende, aber sie machen sich gut, wenn man Aufnahmen haben möchte, die ein bisschen davon abweichen, von dem, was man normalerweise hat. Ein schöner Vorteil ist eben auch bei diesen Schienen hier als Beispiel, man hat hier so eine Klemmen drunter. Die kann man wunderbar also um ein Objekt herumklemmen. Dann kann man die Schiene auch einfach in einer senkrechten Position irgendwo anbringen. Ein kleiner negativer Aspekt, aber auch von Vorteil, zeitgleich kommt darauf an, wie groß ihr die Schienen aufbaut. Also ich habe bloß 3 Schienen. Ist, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel diesen Punkt hier nehmt, um diese Schienen irgendwo auf euer Stativ zu befestigen. Bei 3 Schienen kann es durchaus sein, dass die Gewichtbelastung ganz schön hoch wird. Müsst ihr dann einfach mal schauen. In der generellen Sache mache ich es so, dass ich diese Schienen entweder sowieso nur stelle oder eben über 2 Punkte, eine Seite mit dem Stativ, andere Seite steht es dann zum Beispiel am Boden und lasse die Kamera dann irgendwie hochfahren oder herunterfahren, je nachdem, was man da machen möchte. Wie gesagt, generell kann ich euch das Set auch ans Herz legen, ist eine relativ günstige Variante, vor allem für die Leute, die ja ein paar Sachen mal machen möchten und nicht gleich tief in die Tasche greifen wollen, ist es der schnellste und einfachste Weg. Vor allem für Leute wie mich, die Actioncam-Besitzer sind, weil sie Actioncams überall mit hinnehmen. Egal, was man gerade tut, geht man Quad fahren, macht man irgendwas anderes, dann hat man doch eher die Actioncam drauf. Selbst beim Klettern ist ein Actioncam wahrscheinlich handlicher. Beim Quadfahren sowieso, ist klar, da hat man dann einen Helm-Mount. Beim Klettern, das ist auch sinnvoll. Oder wenn man halt Wassersport macht, nimmt man sie damit. Dazu ist so eine Kamera ideal. Und ja, warum die nicht noch ein bisschen ausstatten? Und ganz ehrlich, dieses kleine Teil passt bei mir in den Rucksack perfekt hinein. Da brauche ich mir keine Sorgen machen, dass ich da irgendwie was kaputt mache. Den Dolly muss ich dann bloß hier ein bisschen vorsichtiger behandeln und auch den Motor selbst. Denn das Ganze, ja gut, den Dolly nehme ich eigentlich selten damit. Ich nehme wenn dann eigentlich nur den Motor und die Schienen mit. Und dann ist die Sache für mich erledigt. Das soll es gewesen sein mal für ein etwas anderes Review und etwas anderes auf meinem Channel. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao.